So, zu später Stunde gehe ich mal wieder live. Ist doch an der Zeit, mal wieder ein bisschen die Zwerge zu spielen, finde ich. So, die brüllen mich hier ganz schön an, wie ich gerade merke. Ich mache es mal ein bisschen leiser. So, also, die Zwerge, wo bin ich denn beim letzten Mal stehen geblieben? Ach genau, ich war hier in den Heiligen Hallen. So, Tini kommt auch gerade. Die setzt sich jetzt an die Xbox. Boah, brüllt mir aber ins Ohr hier. Also nicht die Tini. So. Der liebe Tungdil, was muss ich denn machen? Meine Güte. Ja, die letzten Tage waren aufregend und anstrengend. Deswegen habe ich relativ wenig gemacht. Und erst recht nicht gespielt. Aber schauen wir mal. Das finde ich mich doch schnell zurecht hier. So, da darf ich ja nicht durch. Da war ich schon drin. Genau, da war mein Schlafzimmer. Na ja, gehen wir mal gucken. Ein bisschen Kahlua mit Milch. Kein Kakao. Oh, eine Cutscene. Ach, nee, die kenne ich ja schon mit der alten Magierin. Also dies ist echt nicht schön, die Frau. Ja, das mache ich mal weiter. Das haben wir ja, das kennen wir ja alles schon. So, glaubt ihr, so ein Dämon hat Besitz von Ludin ergriffen? Tini liest übrigens gerade Die Zwerge von Markus. Und Tini, bist du begeistert? Total. Völlig zu Recht. Und sie hat heute noch gesagt, dass Nordin ungefähr das Hässlichste ist, was sie sich je vorstellen musste. Hast ja auch recht, ne? So, muss mal gerade gucken hier. Mein OBS brauche ich mir ja eigentlich nicht anzugucken. Ich muss mir ja eigentlich hier meinen Twitch-Kanal angucken. So. Dann mal schreiben. Hola. So. Also, die Feuerklinge. Sie könnte unsere beste Chance sein. Ja. Ich weiß nicht, ob diese Waffe jemals geschmiedet wurde. Sie benötigt seltene Materialien und meisterhafte Handwerkskunst. Ah, zum Glück bin ich ein Schmied. So, das mache ich alles mal weg. Letztlich geht es ja jetzt nur darum, dass ich schon ganz viel Zeugs eingesammelt habe, um diese großartige Feuerklinge machen zu können. Und dementsprechend bin ich natürlich perfekt dafür, als Schmied jetzt diese großartige Todesklinge zu machen. Also Untergründigen habe ich noch nicht gehört. Aber im Jenseitigen Land war ich bereits. Tini, ich habe wieder den Upload der Hölle hier. Es ist nicht so schlimm, wie du denkst. Du machst nur einen Download mit der Xbox. Ja, das ist ja gut. Aktualisierung wird von Xbox Live runtergeladen, ja. Ich habe im Prinzip wieder ein Standbild. Ist ja echt ein Traum, ne? Warte mal, ich gehe nochmal in OBS rein. So. Das sieht ja eigentlich immer sehr gut aus hier, ne? Aber Ausgabe. Ich mit 800. Kriege eine Süßigkeit. Oh, eine Süßigkeit. Eine Süßigkeit. Yeah. So. Okay, wir lassen uns einfach gar nicht beeindrucken, weil ich muss ja den Upstream hier nachher gar nicht benutzen, sondern ich kann ja auch einfach mal ein schönes YouTube-Let's Play machen. Ne? Da muss ich das ja einfach nur hochladen nachher. So, also, was haben wir denn? Und ich kann schmieden.
als würde dein Enthusiasmus eine Wirkung auf sie haben. Doch dann sagt sie... Ich wünsche dir viel Glück, Tungil. Ihr wollt noch immer das geborgene Land verlassen? Aber was wird aus eurem Reich? Und all den anderen Reichen? Ich bewundere deinen Optimismus. Mein Freund. Es ist nicht klug, einen rollenden Fels in den Weg zu stellen. Es widerstrebt mir, mein Reich aufzugeben. Aber ich glaube, ich könnte nicht mehr erreichen, als das Leiden unnötig zu verlängern. Aber du willst die letzte Maga des geborgenen Landes nicht ziehen lassen. Leider fällt dir nicht so ein, was sie zum Bleiben bewegt. Tja. Oh. Die Maga hat aber wabernde Hüften, die Maga. In der Animation hier gerade. So, jetzt kann ich mir hier nochmal Schimmelkäse angucken. Man gibt wieder Höhlenpilze. Ja, schön, dass mir das Wasser im Mund zusammenläuft. Aber es wäre unhöflich, dich einfach schlafen zu legen, wenn der Großkönig noch auf dich wartet. Das ist völlig richtig. Ich muss auch gleich wieder zum Großkönig, ne? Eine Antwort auf die Bedrohung gefunden. Die Feuerklinge. Egal wie schwer es ist, sie zu schmieden, wir müssen es tun. Ja, machen wir auch. Wir schmieden die Feuerklinge. Du hast völlig recht. Schatzi, wir schmieden jetzt die Feuerklinge. Also nicht jetzt, später, aber dann schmieden wir sie. Dann können die sich alle mal warm anziehen. Wie ich die schmieden werde hier. Wollt ihr sie mal sehen? Hier mein Gamer Girl. So, guck mal da. Hey! Ja, so arbeiten wir hier. So, jetzt bin ich wieder draußen. Wege laufen, ne? Das ist ja auch etwas, was ich in jedem Spiel hasse. Wege laufen. Ich will fliegen. Fliegen. So. Das kenne ich schon. Die Kraft, die der greise Großkönig ausstrahlte, als er die Versammlung zur Ordnung rief, ist ausgerichtet. Sagt der verlorene Sohn, kehrt zu seinem Volk zurück. Ach, jetzt kommt das. Das habe ich doch beim letzten Mal auch schon gespielt. Jetzt kommt das hier mit dem... dass ich der neue Großkönig werden soll, ne? Ich habe das Gefühl... eine Figur in einem Spiel zu sein. Der Vierten soll mich als Großkönig ablösen. Doch sein Geist ist mit dem Hass gegen die Elben vergiftet. Er würde einen Krieg gegen sie wahrscheinlich gewinnen. Doch er wird uns schwächen. Ich hatte mir ein großes Bündnis mit den Elben und sogar mit den Dritten erhofft. Ich wäre über meinen Schatten gesprungen, um die Verhandlungen aufzunehmen. In Zeiten der Not. Völlig zu Recht. Nur das gemeinsame Ziel gelten. Welche Rolle habt ihr für mich vorgesehen? Nun, mit dir als zweitem Anwärter eröffnen sich uns gewisse protokollarische Möglichkeiten. Ja. So, ich bin also ein Vierter, meint ihr? Ich bin froh, endlich bei meinem Volk zu sein, aber den Thron... Das glaube ich ja nicht. Ich kenne mich mit unseren Bräuchen und Gesetzen kaum aus. Alles, was ich weiß, weiß ich aus den Büchern, die Lothion hat. Es muss geeignetere Anwärter geben als mich. Dein Verzicht ehrt dich. Doch um ehrlich zu sein, hattest du niemals einen Anspruch. What? Um Gandogar aufzuhalten, mussten wir auf Zeit spielen. Ich hatte nie einen Anspruch. Unserer kleinen Geschichte. Wir wissen nicht mal, ob du ein Vierter bist. Der Berater des Königs deutet deinen ungläubigen Blick falsch und schiebt schnell hinterher. Wir betrügen nur aus einem einzigen Grund wie die Kobolde, um möglichen Schaden von unserem Volk abzuwenden. Du fühlst dich, als hättest du einen Schlag in den Magen bekommen. Wenn das wahr ist, hast du nicht nur deinen kürzlich gewonnenen Stamm verloren. Meister Lord Ionan hielt es auch nicht für nötig, dich in das Komplott einzuweihen. Ach so, da ist wieder... Ja, wie soll ich Gandogar aufhalten? Niemand wird für mich stimmen. Warum hat Gandogar diesen Hass auf die Elben? Ja, warum hat er eigentlich diesen Hass auf die Elben? Sein Vater und sein Bruder wurden von Elben ermordet.
Zumindest wird das behauptet. Niemand kennt die Wahrheit. Genauso wenig wie bei diesem Bericht über die Fünften. Aber ist es nicht merkwürdig, dass dieser Brief gerade jetzt auftaucht, wo er den Elbenhassern in die Finger spielt? Der Hass vieler Zwerge auf die Elben ist groß. Vielleicht größer als ihre Ehrlichkeit. Ach so, der Bischof. Niemand, wie soll ich Ganugar aufhalten? Niemand wird für mich stimmen. Es klingt, als würde Ganugar einen denkbar schlechten Großkönig abgeben. Ich verstehe, warum ihr einen Großkönig Ganugar verhindern wollt. Er wäre blind für unsere wahren Probleme. Ja. Gandugars einzige Schuld ist, dass er sich von Bislipur dunkle Gedanken einflüstern lässt. Der Berater ist das Problem, nicht der König. Ein Problem, das ich zum Glück nicht habe. Der Großkönig lächelt seinen Berater kraftlos an. Gandugar ist ein guter Zwerg und ein guter König. Und ich bin mir sicher, er könnte auch ein guter Großkönig sein, wenn er frei von Bislipurs Lügen und falschen Ratschlägen wäre. Euer Plan hat einen Schönheitsfehler. Selbst wenn ich antreten würde, ich könnte nicht gewinnen. Niemand im Rat würde für mich stimmen. Du musst auch nicht gewinnen. Valendilin deutet zu den Stelen. In unseren Gesetzen steht geschrieben, dass der Großkönig sich gegen einen Anwärter aussprechen kann, wenn er von seinem Stamm nicht einstimmig gewählt wird. Dann kann er einen Zweikampf oder Wettkampf fordern, um den Sieger zu bestimmen. Solch ein Wettkampf könnte sich Wochen oder gar Monate hinziehen. Und er würde uns Zeit verschaffen. Zu welcher Art von Wettkampf würdet ihr uns antreten lassen? Gandugar dürfte mir in vielen Belangen überlegen sein. Jeder im Rat wird eine Aufgabe auf einen Zettel schreiben und die Herausforderungen des Wettkampfs werden daraus gezogen. Und das auch erst, nachdem du eine Rede gehalten und möglichst viele im Rat auf deine Seite gezogen hast. Je mehr im Rat dir wohlgesonnen sind, desto höher die Chance für einen Wettkampf, der deinen Fähigkeiten entspricht. Rede? Die ganze Sache gefällt dir immer weniger. Ist das wirklich das Beste für unser Volk? Wenn ihr Gandugar nicht von seinen Plänen abbringen könnt, könnte das in einem Bruderkrieg enden. Keine Sorge, wir werden ihm die Augen öffnen und er wird die Niedertracht seines scheinbaren Freundes erkennen. Wir brauchen nur Zeit und die musst du uns verschaffen. Also gut, ich bin bereit. Aber ich werde all eure Unterstützung benötigen. Sie ist dir sicher, mein lieber Tundi. Valendilin lächelt dir aufmunternd zu. Andokai hat vielleicht eine Möglichkeit gefunden, wie man Nordon besiegen kann. Sie vermutet, dass der Marvus von einem Dämon aus dem jenseitigen Land besessen ist. Diesen Dämon könnte man eventuell mit einer Axt namens Feuerklinge töten. Ich habe eine Rüstung in Auftrag gegeben, die eines Prinzen würdig ist. Sie wird bei Sonnenaufgang in deine Kammer geliefert werden. Du verabschiedest dich mit einem flauen Gefühl im Magen. Du hast dich immer für wortgewandt gehalten, aber die Aussicht, eine Rede vor dem Großen Rat halten zu müssen, erfüllt dich nicht gerade mit freudiger Erregung. So, das war ja ein kurzer Dialog. Also, betrachte das Kohlenfeuer. Das Kohlefeuer wird entzündet, wenn sich die Stämme zu Beratungen treffen. Mhm. Viel zu lange brannte es nicht. Ist es ja, ja. So, was kann ich denn noch gucken? Ich kann mir die Stele nochmal angucken. Du überfliegst die kunstvollen Runen und suchst nach der Passage. Wenn es mehrere Bewerber aus einem Stamm gibt und in der Abstimmung niemand alle Stimmen auf sich vereinen konnte, kann der Großkönig entscheiden, ob er den Bewerber mit den meisten Stimmen zum Sieger erklärt oder ob er die Bewerber in einem Wettstreit gegeneinander antreten lässt, um den Sieger zu bestimmen. So. Vrakas, der die Zwerge aus Stein gemacht hat. Boah, hier sind aber echt viele Dialoge heute. So. Jetzt habe ich auch, glaube ich, alles, ne? Können wir nochmal den Gundrabar angucken. Selbst für einen Zwerg ist Großkönig Gundrabur sehr alt. Sein langer weißer Bart deutet auf 500 und mehr Zyklen. Er wirkt schwach, doch wenn man mit ihm spricht, spürt man eine Aura von Erhabenheit. So, Aura von Erhabenheit, da steht doch mein Name drauf. So, dann gehen wir mal wieder. So, jetzt kann aber auch mal wieder ein bisschen Action kommen. Ein kleines bisschen
Dynamik nach diesem, ach Gott, noch mehr Dialoge. Wartet mal, ich muss mal gerade hier. So. Da ist, sind immer noch, die sind immer noch da. Ja, nu. So, will mich in einem Wettstreit gegen Gandoga schicken, um diese Krönung hinauszugönnen. Ach Gott, oh Gott, ey, so viele Dialoge wieder. Was in den Büchern steht, die Goreen Turgur dem Schild zukommen lassen wollte. Sie erzählen von einer dämonischen Bedrohung aus dem jenseitigen Land und wie man sie aufhalten kann. Ludin ist mit normalen Waffen nicht zu töten. Aber Untergründige haben eine Waffe erfunden, mit der das gelingen könnte. Die Feuerklinge. Untergründige? Was soll das denn sein? Du zuckst mit den Schultern. Gibt es auch im jenseitigen Land Zwerge. Sie haben auf jeden Fall beschrieben, wie man diese magische Waffe herstellen kann. Wenn es mit Magie zu tun hat, kann die Waffe nicht von Zwergen stammen. Wir sollten die Finger davon lassen. Ludin fürchtet die Bücher. Ich glaube, die Feuerklinge ist unsere beste Chance, ihn aufzuhalten. So. Großkönig scheint es nicht gut zu gehen, die Festung. Ogertute, ich komme später wieder, Großkönig. Der Großkönig und seine Berater wissen auch nicht, woher ich stamme. Sie wollen mich nur benutzen, um Gandogars Krönung zu verzögern und letztlich den Krieg gegen die Elben zu verhindern. Was immer passiert, wir stehen auf deiner Seite, Gelehrter. Du bist dir nicht sicher, ob dir die moralische Unterstützung deiner Freunde im Wettstreit mit Gandogar nützlich sein wird. Doch es fühlt sich gut an, die Sache nicht allein durchstehen zu müssen. Tini, ich glaube, du hast das Internet jetzt runtergeladen. Du kannst jetzt auch anfangen zu spielen. Yeah! Ja? Lädst du den Cheats runter, oder was machst du? Hat immer das letzte Wort. Geistig ist er jünger als wir alle. Ich sage es dir. Bitte, was? Welche? Ach, so eine Achievement-Listing-Site? Ist ja doch wie Cheaten. Das brauche ich nicht. Wir mussten ihn vom Schlachtfeld tragen. Das Gesetz verlangt, dass ein Erster oder ein Vierter zum neuen König aller Zwerge gewählt. Wissen wir schon. So, die Festung Ogertod, das hören wir uns auch nochmal an. Der Schönheit des Ortes bewusst zu werden. Du vergisst auf der Stelle, was du sagen wolltest. Ich habe noch nie so eine meisterhafte Steinmetzarbeit gesehen. Um ehrlich zu sein, wusste ich nicht, dass man Stein überhaupt so bearbeiten kann. Haha. Die Zweiten sind eben die besten Steinmetze unter den Stämmen. So hat Vratas uns gemacht. Naja, einige von uns hat er auch zu Kriegern gemacht. Boindol wirft seinem Bruder einen Blick zu und dieser lächelt zufrieden, während er sich selber in der Halle umsieht. Ich denke, ich werde mich mal weiter umsehen. Verlauf dich nicht. Und heute Abend trinken wir erstmal ein schönes Schwarzbier im glühenden Amboss. So. Ich habe nicht den leisesten Schimmer, wo es hier weitergeht. Da hinten stehen schon wieder die Zwerge rum. Das kann doch nicht wahr sein. Schon wieder da rein? Na gut. Mal gucken. Vielleicht muss ich mich hier mal ein bisschen ausruhen. Auf dem Bett oder so. Würde mir ja auch gut tun. So. Ach guck, hier, leg dich schlafen. Na klar. Du freust dich auf das erste richtige Bett seit Wochen. Ja, das ist doch gut. Dann mach ich das. Leg dich schlafen. Du wirfst deine Kleidung ab und legst dich hin. Ehe du dich versiehst, fallen deine Augen zu und du schläfst ein. Aber jetzt kommt Action, glaube ich. Als dir am nächsten Morgen deine neue Rüstung gebracht wird, kannst du deinen Augen kaum trauen. Und dennoch, als Schmied kannst du es nicht ertragen, keinen Beitrag dazu beigesteuert zu haben und beschließt, einige Einlegearbeiten hinzuzufügen. Habe ich beim letzten Mal schon gedacht, mit dem Kochlöffel. Der macht Einlegearbeiten auf seinem Helm. Jetzt kommt gleich die Stelle, wo er sich das Gold in die Hand brennt. Eines Prinzen trägt. Oh. Kann darunter immer noch ein Hufschmied sein? Das Schöne ist, in die Szene im Spiel ist, ne, der schüttet sich das Gold aus Versehen auf die Hand und macht dann nur so. Ah, puh. Ah, wieder Gold in der Hand. Ja. Ist so ein bisschen wie ich eigentlich, ne? Was Schmerzempfinden angeht. Das Zwergische, ne? Das ist auch so meins, das stimmt. Ja. Was wollt ihr eigentlich hier? Deine Frage ignorierend mustert Bislipur dich ganz genau, bevor er spricht. Du willst also einer von unserem Stamm sein? Ein Findelkind?
Von einem Zauberer großgezogen? Man soll es nicht für möglich halten. Und ich halte es auch nicht für möglich. Es gibt keinen Beweis deiner Herkunft. Und Gandogar hat den Rat auf seiner Seite. Warum ersparst du dir nicht die Blamage und erscheinst gar nicht erst vor dem Rat? Lass dein Vorhaben sein und wir nehmen dich in unseren Stamm auf. Wir geben dir alles, was du benötigst. Dein ganzes Leben lang. Dafür unterstützt du Gandogar, anstatt ihn zu bekämpfen. Beweise? So wie euer Brief, der nach über 1000 Zyklen entdeckt wird und die Elben für den Fall der Fünften verantwortlich macht? Es ist kein Geheimnis, dass die Elben hinterlistig sind. Und was wäre besser dazu geeignet, uns Zwergen eins auszuwischen, als das tote Land einzulassen und uns als Sündenbock darzustellen? Die Elben wurden durch das tote Land vertrieben und sind nun fast ausgerottet. Ich habe gesagt, dass sie hinterlistig sind. Nicht klug. Aber die Elben, die kommen aber echt schlecht weg hier, ne? Die Alben sind deutlich schlauer als die Elben. So, warte einfach ab, was ich bei meiner Rede zu sagen habe. Du bist ein Zwerg, zugegeben. Aber kein Vierter kann sich daran erinnern, dass ein Zwergenkind verloren gegangen ist. Und du kennst Tausende der Vierten von Angesicht zu Angesicht und weißt ganz genau, wo sie im Gebirge wohnen, was sie planen und was für kleine Tragödien sich ereignen. Du spürst, dass all die langen Abende in der Bibliothek und die Dispute mit Lord Ionan nicht umsonst waren, als Bislipur um eine Erwiderung ringt, ehe er es dann sein lässt. Du hast wahrlich genug von diesem Zwerg. Er bereitet dir Unbehagen. Mehr noch. Raus hier! Ein vermenschlichter Bastard gibt mir keine Befehle. Wisse, wo dein Platz ist, falscher Zwerg. Ach, das ist ja doch dramatischer. Ich dachte, er hätte sich eben das Gold auf die Hand geschüttet. Na gut. So ähnlich hätte ich auch reagiert. So, was haben wir denn hier? Die Rüstung wurde von einem Meister angefertigt. Über dem Kettenhemd liegt ein Panzer aus Stahl, der an mehreren Stellen mit Gold legiert wurde, was dir definitiv zusagt. Du hattest gerade das letzte Ornament fertiggestellt, als Bislipur dich unterbrach. Sie ist nicht nur eines Königs würdig und passt wie angegossen, sie sollte mir auch im Kampf zusätzlichen Schutz bieten. Ja, den nehmen wir mal mit. Hey, Tini, wir haben eine Rüstung an. Ein wenig von dem Gold hat einen münzgroßen Fleck auf deinem Handrücken hinterlassen. Es schmerzt, aber dir gefällt der Gedanke, dass ein wenig von dem geliebten Metall nun ein Teil von dir ist. Zigodatienholz. Es ist sehr selten. Gibt es ja eigentlich nicht zu gucken, ne? So, ich habe eine Rüstung an. Speichere ich jetzt mal. Das Spiel wurde gespeichert. Weiter. Da muss man während der hier gucken. Darum erhebe auch edle mit Koka. Und denke ich auch, der fähigere Anwärter zu sein. Danke für deine Rede, Tumdel Bolovar. Der Rat möge nun seine Fragen stellen. Ruf Bislipur auf. Erstmal den Schlimmsten. Was du sagst, wird irgendjemanden hier überzeugen. Du bist nicht bei uns aufgewachsen. Und niemand weiß, ob du wirklich ein Vierter bist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es je einen unwürdigeren Anwärter auf die Krone des Großkönigs gegeben hat. Du stiehlst nur unser aller Zeit. Es stimmt, dass ich euch nichts bezüglich meiner Abstammung vorzuweisen habe, das alle Zweifel beseitigen könnte. Doch ist das wirklich wichtig?
Sollten nicht meine Taten mehr zählen als meine Abstammung? Lasst mich beweisen, was ich vollbringen kann. Hauptsache, er kann was. Naja, so gesehen. Ja. Abstammung ist wichtig. Naja, und wenn du nichts kannst? Ja, der Zwerg aus dem Stamm der Zweiten dort. Du sagst, ein Krieg gegen die Elben wäre Wahnsinn. Aber wie kannst du das als so junger Zwerg beurteilen? Du hast ja noch kaum etwas von der Welt gesehen. Wenn wir die Elben angreifen, sind wir nicht besser als die Albae. Unsere Aufgabe ist es, das geborgene Land zu beschützen, einschließlich der Elben. Wir würden einen Krieg gegen die Elben verlieren. Nee. Geborgene Land. Ich kenne vieles nur aus Büchern. Aber es steht geschrieben, dass es unsere Aufgabe ist, das geborgene Land zu verteidigen und zu beschützen. Das schließt die Elben ein. Und haben die Elben nicht denselben Feind wie wir? Sie könnten uns im Kampf beistehen. Warum sollten wir den Feind in die Hand spielen, indem wir sie angreifen, anstatt gemeinsam gegen ihn vorzugehen? Ja, genau. Stimmt wohl. Stimmt. Recht hat er. So spricht ein schlauer Krieger. Aber die Langohren hassen uns. Und wir hassen sie auch. Wie sagt man? Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Ja, das war ganz gut. Da habe ich gut argumentiert, würde ich sagen. Nur um das richtig zu verstehen. Du willst eine Waffe schmieden, die in einem Märchenbuch aus dem jenseitigen Land beschrieben wird, um einen Dämon zu töten, den niemand von uns je gesehen hat? Ich habe ihn sehr wohl gesehen, wohin gar Schimmerbärtchen. So, jetzt muss ich wieder aufpassen mit meiner Antwort, glaube ich. Fakt ist, unsere Probleme werden sich nicht von alleine lösen. Die Zwerge müssen handeln. Anduka, die Mager, hat den Text übersetzt und meint damit, wir können den Dämon so vielleicht töten. Ich kann nicht beweisen, dass es die Lösung ist, aber es ist unsere einzige Option. Ja, ich gehe lieber auf die Mager. Anduka, die Stürmische, hat den Text übersetzt und sie meinte, dass wir den Dämon vermutlich mit der Feuerklinge töten können. Jetzt hören wir also schon auf Magi? Wir sollen unsere Leben in der Hoffnung riskieren, dass sie diesen Text richtig übersetzt hat und nicht bloß ihre eigenen Pläne verfolgt? Ich dachte, die Magi sind schuld, dass wir überhaupt in dieser Situation sind. Ich weiß nicht, ob man das so pauschal sagen kann. Ist dieser Tunnel nicht auch bei einem Magus aufgewachsen? Richtig. Magi kann man nicht trauen. Es ist deren Schuld, dass die Barriere gefallen ist. Sieht nicht gut aus. Ich traue denen nicht. Ich habe genug gehört. Der Rat hat die Worte beider Bewerber vernommen und muss... Der hebe die Axt, ne? Wie viel heben denn die Axt? Ihr hebt gar nicht die Axt. Wer von euch will Gandoga Silberbart? Aus dem Clan der Silberbärte den König der Vierten als meine Nachfolger sehen? Ja, auch einige, ne? Sind ja die gleichen, die Gandoga die Axt heben. Gandoga hat mehr Stimmen erhalten. Sehr gut. Ausgezeichnet. Ein Hoch auf Gandoga. Es lebe unser neuer Großkönig. Oh. Jedoch, das Ergebnis war nicht einstimmig. Und als amtierender Großkönig mache ich von meinem Recht Gebrauch, einen Wettkampf zwischen den Anwärtern zu fordern. Was soll das? Ach, guck mal, der hat aber eine schöne Rüstung an, ne? Es sind die Regeln. Der Großkönig hat das Recht dazu. Respekt. Er ist immer noch der Großkönig. Ruhe! Boah, ihr habt den Befehl des Großkönigs vernommen. Schreibt auf einen Zettel, worin sich die beiden Anwärter messen sollen. Nudelsuppe kochen, häkeln und Frisuren legen. Seid ihr bereit? Wer diese Aufgabe als erstes bewältigt, wird Großkönig sein. Es ist eine Expedition. Die Prüfung besteht darin, eine Gruppe zu führen, die die Axt Feuerklinge im grauen Gebirge schmiedet, mit der dann der Kampf gegen den Magus Not-On aufgenommen werden kann. Ja. Eine Expedition ins Tote Land? Haha, brillant. Das kann doch nicht wahr sein. Das nennt ich eine würdige Geiles Grinsen. Oder? Das nenne ich Glück, Gelehrter. Tini, du musst auch mal spielen. Die sitzt da die ganze Zeit auf dem Sessel. Glück. Lotterleben. So, wollen wir doch mal gucken, was hier passiert in der Zeit, in der er da lädt.
ein König. Verlangt das nicht von mir. Warum ausgerechnet ich? Du bist einer meiner besten Gemmenschneider. Und ich habe ihm Unterstützung versprochen. Es soll ein fairer Wettbewerb sein. Oder soll ich deinetwegen mein Wort brechen? Aber... Du wirst gehen, Guimgar Shimmerbart. Mach uns keine Schande und folge den Anweisungen Tungdils. Geh und kehre gesund wieder. Damit ist unsere Gruppe komplett. Wen hast du denn als Steinmetz ausgewählt? Wer kommt denn da? Ah, guten Tag, die Herren. Mafragor, den alten Säufer. Alter Säufer? Er hat mir versichert, er sei der beste Steinmetz hier. Der Großkönig selbst hat ihn geschickt. Naja, ich habe gesagt, dass ich genau der Steinmetz bin, den du brauchst. Dass ich vom Großkönig geschickt wurde, habe ich so nicht gesagt. Du lässt dich selbst von einem Säufer austricksen. Ich will den Kerl nicht in meiner... Sei dir versichert, Boindil. Auch ich könnte mir eine bessere Gesellschaft vorstellen. Ja, ich gab dir mein Wort. Und solange du in der Lage bist, die Steinmetzarbeiten für die Feuerklinge zu machen, bist du mir willkommen. Es geht um das geborgene Land. Der Thron steht mir zu. Und Wrakkas wird den Clans durch meinen Sieg zeigen, dass es so ist. Oh, wen hat er denn da? Einen Einarmigen? Die Aufgabe ist den Anwärtern klar. Wer als Erster die Feuerklinge schmiedet und hierher zurückbringt, hat seine Fähigkeiten bewiesen und wird unser neuer Großkönig sein, um uns gegen Not-On zu führen. Es wird Monate dauern, die Aufgabe zu lösen. Allein die Reise zu den Fünften ist eine langwierige und gefährliche Angelegenheit. Gefährlich, sicher. Aber langwierig nicht unbedingt. Du kennst das alte Tunnelsystem... Ach ja, die Tunnelsysteme. Tunnel sind schön und gut. Aber warum sollten wir unter der Erde bedeutend schneller vorankommen als darüber? Ein wissendes Lächeln umspielt den Mund des Beraters. Nun... Jetzt bin ich ja mal gespannt. Das ist, sind doch die Achterbahnen, ne? Die die unter der Erde haben. Achterbahnen? Ja, diese Tunnelsysteme da. Das ist schon ein bisschen wie eine Achterbahnfahrt. Ja. Sag bloß, du fängst jetzt an zu spielen. Oh nein! Ha, wie geil. Ach, das ist aber schön gemacht. Beeindruckend, was unsere Vorfahren hier geleistet haben, nicht wahr? Die Stämme haben alle zusammengearbeitet. Krass. Kaum eine Aufgabe kann dann zu groß für uns sein. Oh, ey. Wenn du die Frage verzeihst, zwischen dir und Boindil scheint es böses Blut zu geben. Nichts, was unsere Mission gefährdet. Wir konnten uns einfach noch nie leiden. Es steckt doch mehr dahinter als nur eine alte Feindschaft. Bavragor geht nicht darauf ein. Sein Blick ist auf Ereignisse vor langer Zeit gerichtet. Ich verstehe immer noch nicht, warum du mich ausgetrickst hast und unbedingt mitkommen wolltest. Ich bin seit mehr als 200 Sonnenzyklen Meister des Steins. Meine Werke werden in allen Ecken des Reiches bewundert. Es gab nie einen besseren bei den Zweiten. Boah, das ist ja... Heute? Ich will nicht als der Säufer in cool Erinnerung gemacht. Bleiben, dem der Meißel in der Hand zittert. Sondern als Bavragor Hammerfaust, ungeschlagener Meister des Steins, der die Feuerklinge zum Leben erweckte. Ein letztes Meisterwerk. Du solltest deine Trägerei zügeln. Wir brauchen dich in bester Verfassung. Es gibt welche, die sagen, ich sei nur noch Meister des Bieres und nicht mehr Meister des Steins. Aber keine Sorge, ich habe nichts vergessen. Ich kann nichts vergessen. Ah. Egal, wie viel ich trinke. Ich glaube, wir fahren im Kreis hier. Hier habe ich die Animation schon mal gesehen. Vielleicht sind sie irgendwo falsch abgebogen. Wir sind bestimmt vor ihnen im Reich der Fünften. Wir sind nicht auf dem Weg zu den Fünften. Wir sind auf dem Weg zu den Ersten. Vermutlich sind wir schon unter dem Land der Hüterin. Die Ersten? Warum? Seit die Fünften vernichtet wurden, sind die Ersten die besten Schmiede im gewordenen Land. Nur sie können auch Thionium und Palladium verbinden, die sich eigentlich abstoßen. Außerdem können wir im Kampf gegen Not-On jede Hilfe gebrauchen und... Oh nein! Ah!
Auffahrunfall auf der Achterbahn. Alles klar. Schuld, du Hochstapler! Ich wäre fast drauf. Schön, dass du noch am Leben bist. Wir brauchen dich für unsere Mission. Damit du einen Thron stehlen kannst, der dir nicht gehört? Hass funkelt aus den Augen des Gemmenschleifers. Und einen Augenblick glaubst du, er würde sich mit dem Mut der Verzweiflung auf dich stürzen. Ja, mach das nicht. Guck mal, jetzt bist du ja schon im Menü des Spiels. Tini spielt nämlich heute Mass Effect 2. Ja. Sie ist jetzt schon fast im Ladescreen. Ach, guck. Mhm. So, es geht um die Rettung und nicht um den Titel des Großkönigs. So. Es geht um den Titel des Großkönigs. Hm? Es geht mir um die Rettung Titel. Des verborgenen Landes. Auch wenn du mir sonst nichts glaubst, ja. Das musst du mir glauben. Gar nichts muss ich. Ich bin gegen meinen Willen hier. Meine Gedanken sind wohl mein einzig verbliebenes Recht. Genug. Sammelt alle Materialien ein, die wir noch retten können. Wenn wir es zu den Ersten schaffen, können wir alles bekommen, was noch fehlt. Es sollten weniger als 200 Meilen bis zu ihrer Festung sein. Nachdem ihr die Materialien eingesammelt habt, macht ihr euch auf die Suche nach einem Ausgang. Ach, guck. Nach einem schweißtreibenden Aufstieg gelangt ihr an eine runenverzierte Tür. Von dort kommt ihr in eine große Höhle mit einem Wasserfall vor. Nacheinander geht ihr durch den Wasserfall und findet euch, nach der ungewollten Dusche, in Vajor, nahe dem Zauberreich Oremaira wieder. Ihr findet euch auf einem Plateau und der Fluss, der hier als Wasserfall den Eingang zur Untergrundbahn versteckt, fließt an einem Wald vorbei, hinter dem ihr eine Mauer und Ziegeldächer seht. Du überprüfst deine Karte. Das müsste Mithordania sein. Wir gehen durch den Wald zur Stadt und schauen, ob wir unsere Vorräte auffrischen und Ponys kaufen können. Ah, ich möchte auch mal wieder ein Level aufsteigen. So, da müssen wir hin. Gut, komm. Ganz locker marschieren wir natürlich. Einige Lieder an. Kurze Zeit später tut Bavrago es ihm gleich, wobei er nicht etwa mitsingt, sondern Ingrimsch mit eigenen Liedern zu überbieten versucht. Als er, du nimmst den Steinmetz zur Seite und fragst, ob er das mit Absicht mache. Sicher mache ich das mit Absicht. Ich werde ihn die ganze Reise überleiden lassen. Die mögen so sich nicht. Weitergehen. Wir können uns nicht untereinander bekämpfen und das geborgene Land retten. Du machst eine kurze Pause, ehe du dich an die Wurzel des Problems heranwagst. Es geht um meine Frau, richtig? Nicht, wie du vielleicht meinst. Smeralda war meine Schwester. Ein junges Ding. Smeralda. Smeralda heißt so nicht die aus der Glöckner von Notre Dame? Fast so kriegerisch wie Boindil. Smeralda? Esmeralda. Danke. Im Kampf beizustehen. Eine schlechte Entscheidung. In seinen Augen kannst du den Schmerz erkennen, unter dem er leidet. Du legst ihm eine Hand auf die Schulter und drängst ihn zu nichts. Ja. Das ständige Gezanke von Boindil und Bavragor lenkt dich ab. Goimgar hört als erster das Klappern der Rüstungen. Da kommt etwas! Bevor ihr es euch versieht... Oh, endlich Orks! Schlachten! So, es sind jetzt schon 40 Minuten und es ist die erste Schlacht. Kilo an Dialogen und ein Teelöffel voll Schlacht. So, jetzt gucken wir mal, nehme ich den mal mit rein. Hier den. Was kann der denn? Goimgar. Null Verletzung haben wir alle, ne? So, Goimgar kann Glassteine und kann damit Angreifer zu einer von ihm gewünschten Stelle locken. Oh, das ist auch mal ganz cool. Verkriecht sich für kurze Zeit unter seinem Schild und erhält nur sehr wenig Schaden. Schildschlag.
Das ist unangenehm. Niemand kann Grimgar leiden. Er zieht automatisch Gegner an. Das ist ja sehr schön. Bafragor, Schwinger und mächtiger Hieb. Das ist ja ungefähr so das, was wir auch können. Ne? Schwinger, mächtiger Hieb. Dann Klingensturm. Naja, komm, das ist ja... Ach, lass uns den mal weg. Kampf starten. Oh, was seid ihr, Jungs? Ich höre euch doch. Aha. So, dann wollen wir doch mal gucken. Also, Avragor. Stürz dich mal dahin, weil da... sich den. Das ist Pech für mich. Böndil nimmt sich den Kollegen direkt vor sich und Tungdil den. So. Tungdil müsste ja jetzt eigentlich mal ein bisschen länger durchhalten. Weil er ja jetzt diese tolle Rüstung hat, wollte ich sagen. So. Wieder im Blutrausch. Böndil. Ja, doch nicht. So. Tungdil. Macht mal einen Sprung. Mitten rein. Bafragor macht mal einen Schwinger. So. Man, das war echt eine Horde Orks hier. Tungdil kann gerade nichts machen. Böndil macht den Klingensturm. Böndal macht wieder mal den Schwinger. Gut. Und noch ein Klingensturm. Und du machst auch mal den Schwinger. So. Gut. Bafragor, mächtiger Hieb oder den Schwinger. Ja, schon da, ne? Oh, Bafragor muss mal raus, da sind diese doofen. Bogenschützen da oben. So, Tungdil. Mächtiger Schwinger. Schatzi, fängst du jetzt etwa an zu zocken? Fast. Fast. So. Während ich hier die weiblichen Rollenspiele spiele, zockt sie halt Mass Effect. So ist das. So. Na, wie geht's dir? Bravragor. Ich bin gar nicht so fest zugeschlagen. Schwinger. Zack. Tungdil. Kann auch mal wieder einen Schwinger machen. Schwinger ist schon eigentlich mit die beste Waffe hier, ne? So, der ist ja relativ befreit hier mittlerweile. Der macht, glaube ich, einfach mal. Ist das der richtige Moment? Nein, Klingensturm. Böndal macht wieder den Schwinger. Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. So. Mächtiger Hieb. Bombentot ist er. Jetzt können wir mal ein bisschen kämpfen. Das macht doch mal Spaß. Soll nicht immer hier alles so rundenbasiert machen, aber jetzt sind es nicht mehr so viele. Oh. Ja, Bafragor. Du machst mal Pause, Bafragor.
So. So, Brindal. So, der springt jetzt da hoch. Hopp, bam! Macht hier oben gute Laune. Oh oh. Doch ein paar viele, ne? Achso, warte mal, hat der Blutrausch? Ich glaube, der hat Blutrausch. Da irgendwo angerannt. So, komm. Ein bisschen heilen. Dicker schön. So, dann machen wir doch mal gucken. Mächtiger Hieb. Zack. Bumm. Was denn? Bernil hat den Klingensturm. Ja. Dungil hat den mächtigen Hieb. So. Ne, was ist das denn? Oh, das war ja schon. Mächtiger Hieb. Zack. Nichts Persönliches. So, ich würde sagen, den haben wir aber ganz schön kaputt gehauen, was? So, und das gleiche Spiel. Den mächtigen den Schmiedearm. Dann Brendan mit dem mächtigen Hieb. Paragor geht nach hinten. Ja, der hat sich wirklich kaum gewehrt. Das macht schon Spaß hier. Was ist? So, mächtiger Hieb. So was Ähnliches. So was Ähnliches. Ja. So, ich gehe jetzt mal in den grünen Nebel da hinten, mal sehen, was der so mit einem macht. Also Bavragor ist aber jetzt auch wirklich eher ruhig, ne? Man sollte vielleicht doch eher was mit... Du hast ehrenhaft gekämpft, doch du wurdest besiegt. What? Ach nee. Ich wurde besiegt, weil ich nie aufgepasst habe. Ich Dödeldepp. Na, jetzt weiß ich ja, was mich erwartet. So, mitkommen.
zurück. Und auf sie mit Gebrüll. Ah, runterschubsen. Los, runterschubsen. Aber diesmal gehen wir nämlich gar nicht so nah an die Bogenschützen. Dann geht das hier auch alles. Rubbel die Katz. Gut. Gut. Und runterschubsen. Und noch einer. So. Ich fühle mich wie eine gute Parmesan-Käsereibe, die sich an einem Orkleib austobt. So. Und wieder zurück. Nächste Runde. Kommt her. Guck mal, ich habe noch gar keine einzige Spezialfähigkeit eingesetzt. Raspel, raspel, raspel. Komm, runter mit dir. Ist doch viel schöner da unten. Gut. Hey, hier bleiben, Jungs. Hier nicht. So. Das ist aber wirklich Pech für dich. Abscheuliche Kreatur. So. Erholt euch kurz. Was steht denn da unten? Gebiet verlassen. 0 von 4. Wer von meinen Helden jetzt das Gebiet verlassen hat, ist damit doch gemeint, ne? Lassen wir mal das Gebiet. Gucken, wohin uns der Weg hier führt. Ach, hier wohin. Schön. So. Zu ihren Linken sehen sie die Orks. Zu ihren Rechten. Ach, guck mal. So trickst man die aus. Wir laufen einfach weiter. Na, das ist ja sinnvoll. Kommt, Jungs. Ach, es dürfen sich keine Feinde in der Nähe des Ausgangs befinden. Das machen wir schnell. Wieder was gelernt. Wir können mal hier hin. Kurz die Feinde weg. Ja, brauche ich wohl doch mal Spezialfähigkeiten. Wahrscheinlich habe ich eben mit meinem mächtigen Schwinger sag mal, ich kack gleich ins Essen. Das gibt's doch nicht. Ich bin schon wieder kaputt gegangen. Ja.
Dieser dämliche Steinmetz, den ich dabei habe, der wird immer erschlagen. Oh, leck mich im Arsch. So, also, weiter geht's. Gut, und zurück. Diesmal ziehe ich mehr Gegner hier vorne hin. Mach die alle schön der Reihe nach kaputt. Ach ne, hier war das, ne? So, kommt hier hin und runterschubsen. Bist du, wollen die da hinspringen? Ja. Und runterschubsen. Los, runterschubsen. Oh. Gut. Ich wurde auch runtergeschubst. So, während das lädt, können wir Martini beim Spielen zugucken. Wo ist er denn? Da. Da. Headshots machen. Genau. Weil. Da. Nee, das ist keine 360. Das ist eine Xbox One im Retro-Mode. So. Okay, damit habe ich aber jetzt auch bewiesen, dass man selber den Abhang runterfallen kann. Das ist doch auch ein gutes wissenschaftliches Experiment. Ja, auf ein neues. Ach guck mal, der Steinmetz, der kann aber immerhin, wenn er sich ein bisschen konzentriert. Kann er, die schlägt er ganz lustig zu mit dem Hammer. Wenn da, wie sieht's aus? Ein bisschen hauen. Ach du Scheiße, Böndil ist von seinem Bruder getroffen worden. Na komm, geh mal in die Ecke. Geh mal in die Ecke. So, du machst mal Pause. Ja, das ist etwas, da muss man tatsächlich drauf aufpassen beim Spiel. Dass man mit seinen Spezialschlägen hier nicht aus Versehen die eigenen Leute tötet. So. Und. So, alle wieder erholt. Sehr gut. Dann holen wir mal den nächsten. Und zurück. Aber auch hier mit wirklich mehreren gleichzeitig aufgenommen. Der Böndi. Ist ein bisschen doof, dass man den die ganze Zeit in Sicherheit bringen muss, ne? Der hier ist mit Abstand. Ja, muss nicht mitkämpfen. So.
So, nächste Runde. Ja, erholt ihr euch ruhig da. Blödköpfe. So, wir sind eure Zwerge. Und zurück. Zurück, so, zurück. Hier kann man am besten spielen. Ja. Dieser Klingensturm, den er machen kann, der ist richtig schön. So, Bavagor. Schönheitsschlaf. Was sagst du? Ja? Ja, ich nicht. Ich krieg die ganze Zeit auf den Sack, aber ich spiele trotzdem einfach so lange, bis die KI einen Logikfehler hat. Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. Mach da. So. Tack, 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 tack. So. Und hoch mit euch. Zack. Kannst mal zu Blender. So, jetzt haben wir aber wirklich hier jeden einzelnen von diesem ekligen Orks vernichtet. Wenn ich jetzt gleich an dem Ausgang wieder getötet werde, dann ist das ein Bug in dem Spiel. Mehr kann ich dann auch nicht. Das ist tatsächlich ein Bug. Ich glaube, es ist wirklich ein Bug. Ich war doch jetzt, ich habe doch noch nicht mal im Ansatz jemanden gehabt, der in der Ewigkeit. So, jetzt habe ich wirklich jeden einzelnen Ork hier umgebracht und bin trotzdem gerade wieder verloren. Klingensturm ist wirklich super.
macht er die alle mit alleine kaputt. Bogenschützen weg. Kommt, Bogenschützen alleine lassen. Ja. Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. Zu einfach. Auf den Weg. Einer weniger. Bossen. Ich kommentiere es jetzt gar nicht mehr. Ich spiele jetzt einfach gegen den Bug. Oder ist hier schon wieder irgendwie... Also Bavragor? Guck mal, Bavragor ist jetzt schon krank. Jetzt schon verletzt. So. Nehmen wir mal alle mit. Geht's schneller. Kommt, Jungs. So, hier ist schon. So, auf dich achte ich jetzt mal hier ganz besonders. Du gehst jetzt mal weg. Ich habe euch alle im Blick. Es kann keiner von euch sterben. Es kann keiner sterben. So. Nein, ihr lebt alle noch. So. Da. Zurück. Und ausruhen. Lasst sie. Ja, sofort dann geh bitte auch. Schon ein bisschen. Also sie muss ja auch nicht besonders gut sein. Weil sie besiegt mich ja mit dem Bug. Guck mal, die kommen alle nicht. So. Hallo, Jungs. Die haben nur wirklich alle mehr als genug Energie. Alle haben genug Leben.
Nicht runterfallen, nicht runterfallen. So, die da unten leben auch alle noch, ist auch alles gut. So. Na Jungs, so, hier ist doch jetzt wirklich alles. Alles perfekt. So, gucken wir mal. So, jetzt kommt Michael Jackson. So, jetzt nichts wie raus hier. Jetzt gibt es aber wirklich kein Vertun mehr hier. Alle leben noch, alle haben mehr als genug Gesundheit. Alle leben noch. Hey, das sind mir ein paar zu viele. Wo ist der nächste? Ja, nichts. Ich bin normal. Seit einer halben Stunde spiele ich diesen Level. Nee. Ich werde ständig durch irgendeinen Bug werde ich hier ständig getötet. Die haben alle noch genug Leben und dann passiert irgendwas und plötzlich steht da Neuladen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so genau, warum. Ist egal, ich spiel und spiel und spiel. Ich mag ja sowieso die Schlacht am meisten. Hm? Ja? Ist gut, kann man im Marketing gebrauchen. Tini sagt, sie lernt gerade was über Masseneffekte. So, noch leben alle genug. So. So, das ist gut, Barbaragor, du bleibst jetzt mal hier. Mal.
Vielleicht lasse ich den einfach mal da stehen. Ganz gut. Vielleicht kenne ich die Orks alle mit Namen. Schützen kaputt machen. Einfach nur, weil wir es können. So. Von da unten irgendwo ist ja noch ein Bogenschütze. Wo denn? Da. Na Jungs. Leben macht doch keinen Sinn. Zwei direkt. So, wenn die heilen. So. Ich setze keine Spezialfähigkeit mehr ein. Außer Bendils Oink Oink. Damit heilt er sich nämlich ein bisschen. So, du hast da drauf. Keine Gegner mehr hier.
kann nichts passieren. Alles ist gut. Marathon, geh weg. Geh nach hinten. Paragor, hau ab. Ach so, das sind wahrscheinlich so besondere Wachen, ne? Geh weg. Boah, der hat richtig einen drauf gekriegt da von dem Sack. Geschafft. Wir haben es geschafft. Ich kann nicht mehr. Wieder kommen noch mehr. Los. So, was habe ich denn? 595 mal Gold. Goldenen Ring mit Schriftzeichen auf der Innenseite. Nichts Besonderes. Der eine Ring. So. Ihr flüchtet euch nach da wollte ich hin. Goimgar an vorderster Front. Die Orks in seinem Rücken scheinen ungeahnte Kräfte in ihm zu mobilisieren. Ja, zu Recht. Und so erreicht er das Tor als erster und hämmert dagegen. Hey, lass er mich rein. Pusht durch eine kleine Pforte, die für ihn geöffnet wurde. Augenblicke später erreicht auch ihr das Tor. Schnell! Ihr drängt euch durch das Tor und neben euch bohren sich die ersten Pfeile der Orks ins Holz. So, jetzt bin ich aber gespannt. Ich will nicht weiter kämpfen. Ich habe jetzt achtmal gekämpft. Eight times. Tini, du bist verletzt. Der Zwerg meinte, wir sollen das Tor gleich hinter ihm verriegeln. Aber wir können jeden starken Arm gebrauchen, wenn die Orks kommen. Dieser verräterische Weichling. Wo ist er? Boendal und ich werden ihn suchen. Boindil und Bavragor. Helft der Stadtwache, wo immer ihr könnt. Du bist dir sicher, die beiden würden dir bei der Suche nach Boindal keine große Hilfe sein. So, ich bin in einer Stadt. Hier wird gespeichert. So. Weiter. Aber jetzt kann ich mir natürlich hier... Hallo, Kollege. Mensch. Betrachte das Schild. Rodario. Ah, da ist er. Guck mal, jetzt ist Rodario da. Im unglaublichen Rodario, der geheimnisvollen Armora und dem genialen Magister Technicus Furgas entführt euch in eine andere Welt. Einer meiner Lieblinge. Und höret, werte Spektatores, die Wahrheit über Nudin, den Wissbegierigen, der sich unter grauenvollen Umständen der anderen Magi entledigte und das geborgene Land ins Unglück stürzte. Das geborgene Land, es wird mein sein. Oh, Zungdi. Als du Frala und die anderen ermordetest, erschrocken stellst du fest, dass du nicht weitersprechen kannst. Du spürst einen Kloß im Hals. Ich sehe, mein erster Schlag hat dich getroffen, Unterirdischer. Oh, wie sie geschrien haben. Wärst du doch nur da gewesen, um ihnen zu helfen. Blöder Hund. Ehe du dies versiehst, überkommt dich der Hass auf denjenigen, der dein Zuhause... Du wirst es vielleicht versuchen. Und ich werde meinen Spaß daran haben. Du willst nicht an den Spielchen des Alps teilnehmen und...
uns beeilen, kriegen wir das Langohr noch. Alarm! Alarm! Kommt, wir müssen die Mauern. Oha. Ach nee, ich wollte den Kampf gar. Jetzt muss ich hier die. Ja. Keine Pause. Ich wollte gar nicht. Jetzt muss ich hier die Mauern verteidigen. Zerstöre alle Leitern, ja. Aber so eine haben wir schon kaputt gemacht hier. So. Auf die Leitern. Leiter da. Schluss damit. Ach, da glockt die ganze Zeit die Stadtglocke. So. Mit allen Helden. Okay. Das Seitentor, ja, wo ist es denn? Mit zum Seitentor. So, runter. Okay. Runter. So, eigentlich sind wir am Seitentor. Was ist hier wieder los? Ach, wo bist du denn schon wieder hingesprungen? Zum Seitentor.
runterkommen wollen, die... Oh, das alte Schlacht um Mittelerde-Problem. Sie ist abgeschlossen. Wir müssen sie irgendwie öffnen. Vielleicht können wir da behilflich sein, werte Herren. Geht beiseite. Seid ihr Diebe? Mitnichten. Wir sind Künstler. Und Menschen mit besonderen Talenten. Sagt, Freunde, da ihr Mikodan ja offensichtlich auch verlassen wollt, hättet ihr etwas dagegen, wenn wir uns euch anschließen? Nein. Nein, wir überhaupt nicht. Der unglaubliche Rodarie. Oh, ein Verbündnis. Alles, weiter. So, ich mach das jetzt mal ein bisschen schneller. Weil ich will speichern. Eine epische und gefahrvolle Reise? Das klingt nach einem Abenteuer und, ich weiß nicht. Noch immer strömen Orks. Nichts wie weg hier. Die erste. Es ist offen. So. Geschafft. So, jetzt haben wir den unglaublichen Rodario bei uns in der Truppe. Und die Namora. Die ist jetzt auch dabei. Hm. Furgas, Rodario, Namora. Und dann habe ich hier den Gulmgar. Ach, guck mal, ich kann neue Level machen hier. Neue Dings, Gedings, Gebums, so. Macht? Ja, wie? Das war jetzt ein komischer Levelaufstieg, ne? So. In ihm, das muss reichen. So, geschafft. Mein Gott. Eine halbe Stunde länger, als ich eigentlich machen wollte. Und alles nur, weil ich das dramatische Kampf, den dramatischen Kampf gegen die Orks 80 Mal verloren habe. Das werde ich dem Jan erstmal sagen. Der wird sich freuen, dass jemand an der Stelle so lange braucht. So, ihr Lieben. Danke fürs Zuhören, Zuschauen und Aushalten. Ich gehe mal auf. Schönen Abend euch noch. Tschö. Achso, nee, warte mal. Ich muss ja erstmal hier nochmal einmal gucken, ob es noch Kommentare gab. Tada. So. Tschö. Habt einen... So. Jetzt aber. Au Reservoir. Tschö.